Afi Mika Bululu, Yannick Marchand, herzlich willkommen. Grand Montana Quiz Duell. Ihr habt den Modus verstanden, alles klar? Ja. Nervosität um oder geht es noch einigermaßen? Alles gut. Keine. Keine, alles klar. Dann geht's los. Wir haben ja ein wunderschönes Stadion, das Joggeli, das endlich auch wieder gefüllt werden kann mit Fans. Insgesamt 36'000 Fans, die Platz haben. Ich will von euch aber wissen, wie viele Fans passen in Sektor D? Sektor D ist Muttenzerkurve und oben. Oh. Wie viele Fans haben Platz im Sektor D? 10 Sekunden. Können wir zeigen, wenn ihr es habt. Affi schreibt 10'000, Yannick Marchand 8'000. Das sind beides ganz gute Antworten. Es sind 7'450. Oh. Erster Punkt für Yannick Marchand, aber beide sehr nahe dran gewesen. Affi, keine Chance. Im Moment ist Euro. Ich will von euch wissen, wie viele Goal sind insgesamt an der letzten Euro 2016, es sind 51 Spiele gewesen, wie viele Goal hat es im ganzen Turnier gegeben? Könnt ihr das zeigen, wenn ihr es habt? Affi schreibt 250, der Yannick Marchand schreibt 108 und da haben wir, müsste eigentlich fast einen Zusatzpunkt geben. Punktlandung 108 Goal, sind das tatsächlich gesehen? Hast du das gegoogelt oder wieso? Hast du das so genau gewusst? Ich habe mit Kollegen so ein Tippspiel und wegen dem habe ich mal Glück gehabt. Weil das ist eben auch so, beim SRF-Tippspiel ist eben auch so eine Frage, wie viele Goal gibt es im ganzen Turnier und habe ich mal geschaut und bin mir zwar nicht mehr ganz sicher gesehen, aber ich habe da nicht so genau diesen Tipp. Ist ein bisschen unfair, Affi, dass er das so schreibt. Ja? Mhm. Was sagst du dazu? Nächste Frage, gut, alles klar. Aber das zählt nicht, hä? Ja doch, das kann ich nicht, das müssen wir leider erzählen. Wenn das einer halt weiss, dann ist das halt leider so. Okay, es steht 2-0 für den Yannick Marchand. Das heisst, der Affi ist jetzt unter Druck, jetzt nervös, oder? Nein, gut, also. Die nächste Frage ist, im Joggeli gibt es auch Stadionführungen, also dass Fans können das Stadion anschauen können, wenn kein Match ist, dann sehen sie alles. Ich will von euch wissen, wie lange geht eine ganz normale Stadionführung im Durchschnitt? Wie lange geht die? Wie viele Minuten? Können Sie zeigen, wenn Sie das habt? Affi schreibt 20 Minuten, der Yannick Marchand 45. Das heisst, wir haben einen Halbfinalist, weil es geht so lange wie ein Fußballmatch. 90 Minuten. Ich denke, dass 90 Minuten Stadionführung. Ja, 90 Minuten. Ja, die müssen alles erklären. Das ist Katakombe, das ist dies, das. Du gehst doch in Dings. Kabine, Stadion und oben ist fertig. Mixzone, alles. Danke, Affi. Affi, wie ist dein Fazit? Sag dir nichts. Kannst du damit leben aber? War es okay? Ja, war okay. Yannick Marchand, 3-0. Durchgezogen. Genau. Wir sind im Halbfinale. Ganz genau. Handshake noch vielleicht?